Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sonic Generations und endlich, oder was heißt endlich, aber jetzt kommt das schönste Level meiner Meinung nach im Spiel und auch gleichzeitig mit der schönsten Musik. Ich liebe einfach Sonic Adventure 2 und das hier ist City Escape aus Sonic Adventure 2 mit der schönsten Musik. Follow my rainbow. Ich meine, also das Originallied ist schon echt gut, ne? Aber der Remix hier gefällt mir extrem. Also wirklich extremst. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr geil gemacht, Sega. Wow. Allgemein, die ganzen Sonic-Soundtracks sind ja meistens sowieso immer sehr, sehr gut. Und es ist, wie gesagt, eine Anlehnung aus Sonic Adventure 2, City Escape. Und hier ist auch schon der Truck, der in dem besagten City Escape-Level eigentlich erst zum Schluss kommt. Ja. Bei den letzten drei Parts ist mir eigentlich aufgefallen, oder mir persönlich war es so, dass mir die Musik zu leise war. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt ein bisschen lauter gestellt. Hoffe, es ist okay für euch. Und ich hoffe, das Spiel gefällt euch soweit. Und auch, wie ich das mache, gefällt euch das so weit. Weil so schlecht komme ich mir gar nicht vor in diesem Spiel. Ich wusste. Ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, dass ich jetzt auf diesen Stacheln landen werde. Es war einfach vorherzusehen. Lauf. Wir müssen, glaube ich... Ich weiß nicht, ob wir schneller sein müssen als der Truck, aber auf jeden Fall will ich das. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, alles klar. Ich musste gerade gucken, wo ich bin. Das ist ab und zu gar nicht so gut zu erkennen, wo man gerade ist. Ah. Ah. Oh Gott, da kommt der Truck. Einfach hier warten. Schade, ich hätte natürlich jetzt ein Skateboard bekommen, was natürlich verdammt cool gewesen wäre. Aber habe ich jetzt nicht. Willst du machen? Hätte ich jetzt hier mit dem Skateboard runterfahren können, so wie es bei Sonic Adventure 2 so war. Gleich werde... Ah, jetzt kriege ich das Skateboard. Geil. Geil, 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 geil. Whee! Und, ah, schade, oben wäre eine Münze gewesen, aber es kann mir ja sowieso egal sein. Oh Gott, ich glaube, ich gehe einfach unten lang. Ich gehe halt einfach mal unten lang. Gönne ich mir jetzt mal, unten lang zu gehen. So, hier hoch, hier. Alles klar. Oh, das ist so schön, die Musik. Truck, please. Arschloch. Oh Gott. Ich muss gerade so ein bisschen drauf achten, was ich hier gerade tue, tatsächlich. Hör auf. Bringt mir jetzt eigentlich nichts. Aber ist okay. Nehme ich so hin. Obwohl, doch, jetzt bringt es mir was. Und da ist auch schon das Ende. Und der Truck, boom, fährt voll dagegen. Das war jetzt die Classic-Version, also beziehungsweise in 2D. Die Spiel war natürlich aber auch schon in 3D damals. Von daher bekommen wir natürlich jetzt gleich noch einmal das Spiel in 3D-Version, wo ich es tatsächlich nicht so gut finde wie das Original. Und es ist mir auch nicht so... Bis auf 1, 2, 3 Stellen erinnert das auch nicht mehr viel ans Original. Ich meine, gut, der Anfang... Klar, ich rutsche jetzt gleich mit... Das seht ihr ja jetzt gleich. Hier, das Starten. Ich fange hier mit dem Skateboard an. Und dann ist hier links gleich die... Oh, hör auf einfach nach links zu gehen. Denn ist hier links einfach so die Sprungschanze. Jetzt ist hier in der Mitte eine. Ne, stimmt gar nicht. Eigentlich müsste jetzt in der Mitte eine sein. Allein, ist ja auch egal. Aber auch der Remix gefällt mir nicht so gut wie der Generations. Wie der... Weil... Warte mal. Ach so, okay, alles klar. Auch der Remix gefällt mir tatsächlich nicht so gut wie der von dem 2D Sonic. Gefällt mir irgendwie besser. Wow. Und ich finde auch die Passage hier echt mehr nervig als alles andere. Dabei macht sie mir in den normalen Sonic echt Spaß. Oh May, send me free. Trust me and we will escape from the city. Und rüber. Gut, die Steuerung ist ein bisschen besser, muss ich sagen, als in Sonic Adventure 2. So. Jetzt kommen wir hier an der Stelle. Das ist ja auch noch wie das Original. Und dann ab hier wird es schon wieder so ein bisschen... Nicht mehr so wie das Original.
Aber ist auch nicht so schlimm. Muss auch nicht immer alles originalgetreu sein. Wir laufen jetzt hier einfach mal durch. Gönn ich mir jetzt einfach mal. Ich verstehe manchmal nicht. Er macht manchmal... Ich glaube, der Knopf hängt tatsächlich. Manchmal springt er dann einfach echt nach links. Wobei ich das gar nicht will. Wie jetzt gerade in... Jetzt! Ich habe nicht gedrückt. So. Hör bitte auf damit, Sonic. Tu das, was man von dir verlangt. Aber es sieht schön aus in HD. Hätte ich auch gerne gehabt in HD. Wow, okay. Jetzt kommt natürlich das was auch noch gibt. Nämlich das hier, dieses Haus runterrennen. Und wieder 2D-Passage. Wie gesagt, ich mag die 2D-Passage nicht. In anderen Spielen ist das für mich vollkommen legitim. Da kann es gerne mal 2D-Passagen geben. Aber hier in diesem Spiel, wo man einen eigenen 2D-Sonic hat, finde ich es dumm und nervig. Ich sag's gerne nochmal. Oh, Ballons. Ballons! Das finde ich hier dumm und unnötig. Jetzt hier landen. Na. Ach, guck mal, er zeigt einen sogar an, wann man genau abspringen muss. Das ist auch tatsächlich nicht gerade uncool. Hoch. Müsste auch schon bald der Truck kommen. Nee, noch nicht. Der kommt hier, glaube ich, tatsächlich echt am Ende erst. Oh, 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 oh. Durch. Durch. Ja, jetzt kommt der Truck. Genau. Das ist aber auf jeden Fall die originale Musik, möchte ich einmal kurz sagen. Das ist die originale. Hör auf einfach. Sonic, please. Hör einfach auf, nach links zu gehen. Okay? Danke. Ich habe mal ganz kurz auf den Knopf ein bisschen raufgedrückt. Ist er vielleicht wieder. Da, er springt einfach mal nach links. Da, ich drück gar nicht drauf. Also, ich drück wirklich nicht drauf. Und er macht es automatisch. Wow, Sonic, please. Und sonst muss ich den Knopf wahrscheinlich nachher mal umlegen. Das kannst du auch haben. Oh Gott. Gut, der Truck kann übrigens jetzt auch fliegen. Was? Ne, kann er nicht. Aber kann auf jeden Fall fahren. Vernünftig. Der Truck kann einige neue Sachen, die er im Original nicht kann. Zum Beispiel Kettensägen. Und fliegen. Jetzt kommt das Fliegen. Ich meine, warum denn nicht? Ist ja nur ein Truck. Yeah! Könnte man jetzt denken. Aber wir haben es schon geschafft. Sehr gut. Yeah, könnte man, ich hab gedacht, danach geht es weiter. Deswegen habe ich gesagt, yeah, könnte man jetzt denken. Und dann kommt noch was, habe ich gedacht. Aber ist dem nicht so gewesen. Ah. Fucking shit hier. Das gibt's doch nicht, dass auch der Knopf so hängt, ne? Das ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Fucking Controller. Naja, aber immerhin stört es die 2D-Sonic-Passage nicht. Und wir haben Roos freigespielt, die auch das erste Mal in diesem Spiel auftauchte. Zusammen mit Shadow. Dun, dun. Danke, blauer Freund. Also gestohlen bin ich auch noch nie worden. Fucking Rouge. Wer könnte uns hierher gebracht haben? Und warum? Das frage ich mich auch manchmal. Warum bin ich hier? So, jetzt kommt, natürlich auch fangen wir wieder mit dem Classic-Modus an. Jetzt kommt, auf jeden Fall ein Level aus Sonic Heroes. Auch ein wunderschönes Spiel. Was nicht so viele mögen tatsächlich, was ich nicht verstehen kann. Also ich mochte Sonic Heroes tatsächlich. Mir hat's gefallen, gebe ich zu. Oh Gott. Luft. Ganz dringend Luft. Ja, also ich weiß nicht, Sonic Heroes war natürlich ein... Fuck it. Ein Spiel, was einen anderen Weg gegangen ist. Ich glaube, darüber können wir uns einig sein. Es war einen anderen Weg gegangen. Immerhin waren wir drei Spieler, also beziehungsweise drei Charaktere, gleichzeitig. Man hat ja so gesehen, es gab mehrere Teams. Es gab einmal Team Dark. Das war Rouge. Shadow und hier, wie heißt er? Der Roboter aus Sonic Adventure 1. Dann gab es Team Hero, das waren Sonic, Knuckles und Tails. Und dann gab es noch Team Rose, das waren Big the Cat, Cheese und Amy. Dann gab es noch
Team Chaotix mit... Keine Ahnung, wie die heißen. Ich brauche nochmal Luft. Scheiße. Geh nur ganz runter, um Luft zu holen. Ja, ist okay. Dann gab es also nochmal Team Chaotix. Das war auf jeden Fall dieses lilane Viech, diese Biene. Frag mich nicht, wie die Biene heißt. Die Schildkröte. Nicht die Schildkröte, das Krokodil. Und halt dieses lilane Vieh, wie gesagt. Oh Gott, Luft. Okay. Ah, scheiße, Mann. Natürlich schaffe ich es jetzt nicht, darüber zu springen. Nee, und das waren halt die Teams. Daraus bestand halt das Spiel. Du hattest halt drei verschiedene Teams immer. Charaktere, die zur Verfügung standen. Und diese einzelnen Charaktere haben dann ihre Story so gesehen erzählt, wie sie halt Eggman aufhalten wollten und warum. Und haben sich auch untereinander getroffen, mit gekämpft und so weiter. Also war schon echt... War schon fucking... Ich fand's witzig. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich fand's gut. Gut ist auch übertrieben. Ich fand's okay. Es war jetzt nicht so schlecht, wie manche es schlecht reden. Tatsächlich. Es ist ja mit das verhassteste Spiel nach Sonic Boom und Sonic 06. Was ich mir tatsächlich mal antun wollte vielleicht. Aber ich weiß nicht, wo ich das günstig herkriegen will. Und ich will jetzt auch nicht 40, 50 Euro für ausgeben für den Scheiß. Weil, naja, für Sonic 06 viel Geld ausgeben. Ja. Soll ja nicht so gut sein. Aber ich kann mich leider auch immer erst davon überzeugen, dass etwas schlecht ist, wenn ich selber für schlecht befunden habe. Bis jetzt habe ich es noch nicht für schlecht befunden, weil ich es noch nicht gespielt habe. Man hört natürlich immer nur die Geschichten darüber. Schlechtes Spiel ever. Und scheiße. Und voll dumm. Das macht gar keinen Spaß. Nur verbuggt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Fucking Sonic 06. Warum bist du nur so scheiße? Hä? Erzähl mir das. Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Vielleicht tue ich mir das ja mal im Stream an. Wäre, glaube ich, an sich gar keine schlechte Idee, mal Sonic 06 zu spielen. Im Stream. Ich glaube, als Let's Play wäre es grausam. Gebe ich zu, als Let's Play wäre es, glaube ich, grausam. Weil erstmal, weil ich dann das blind spielen würde. Wobei das beim Sonic-Spiel eigentlich auch kein großes Problem ist. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel mal Sonic Adventure DX, spiele ich auch momentan blind im Stream. Und mache ich auch so weg wie nix. Aber ich glaube, das Problem wäre wirklich, wenn es richtig scheiße ist und es mich ankotzt. Oh Gott. Dann kotzt es mich an. Überraschung, wenn es mich ankotzt, kotzt es mich an. Und ich würde dann halt einfach das Let's Play irgendwann abbrechen. Weshalb es vielleicht als Stream-Projekt besser geeignet wäre als Let's Play. Das glaube ich zumindest. Das ist also als Stream-Projekt überhaupt nicht so. Da, dieser lila Kollege da, das ist der Typ. Das ist er. Wo ist er denn? Ach nee, den kriege ich ja noch gar nicht frei. Modern Sonic. Here we go. Seaside Hill. Ich wusste irgendwas. Oh, was ist denn jetzt? Ah, Wandsprünge. Okay, jetzt können wir Wandsprünge machen übrigens. Konnte man das erst ab hier? Cool. Ist auf jeden Fall cool. Wandsprünge. Mag Wandsprünge. Hüpfe mit Alba Hindernis. Okay. Und das ist, glaube ich, das Originallied sogar. Ich hätte bei Sonic Generations auch gerne das Original. Bei Sonic Generations. Bei CDX Game Cave auch gerne das Originallied gehabt. Ich mag es. Wie gesagt, die Musik ist super. Auch so ein Spiel aus meiner Kindheit, was ich halt echt viel gespielt habe. Das habe ich damals besessen auf. Lass mich lügen, auf der Xbox habe ich das damals besessen. Auf der ersten Xbox. Also nicht auf der Xbox One, sondern auf der wirklichen 1. Auf der allerersten Xbox. Ja, die habe ich damals besessen. Zweimal. Tatsächlich. Zweimal habe ich sie gehabt. Und hatte dann damals Sonic Heroes dafür. Und wie gesagt, ich fand es nicht schlecht. Oh Gott, okay. Also ich fand's echt gut. Mehr kann ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier in der 3D-Stage angekommen. Und es erinnert so ein bisschen daran auf jeden Fall. Ich habe sie auch letztens einmal im Stream wieder gespielt. Was heißt letztens? Auch schon wieder ein paar Tage her. Hör bitte auf. Ich muss unbedingt da was dran. Also mit der Steuerung werde ich mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal darum gekümmert haben. Dass der nicht andauernd so springt. Das ist nämlich echt ein bisschen nervig.
setze ich den vielleicht rein, dass ich den dann werde ich wahrscheinlich so mal, dass ich den linken Stick dafür reindrücken muss. Ist, glaube ich, besser, als wenn ich andauernd immer... Oh Gott, ich muss Turbo machen. Ist, glaube ich, besser, als wenn ich immer die Probleme hier habe. Oh Gott, wie zum Beispiel, dass er genau das macht. Einfach da runterspringt, links. Sonic, please. Mach nicht so eine Scheiße. Verscherz es nicht mit mir. Ich stelle dich hier gerade wieder in einem besseren Licht dar. Weißt du, ich rede die ganze Zeit deine Spiele schön, die eigentlich gar nicht so gut sind. Und du machst hier so eine Scheiße. Was ist denn los mit dir? Hä, Sonic? Was ist dein fucking Problem? Benimm dich. Benimm dich. Danke. So. Jetzt hier lang. Oh, genau. Och, scheiße. Ich wollte nicht die Schildkröte. Ich wollte nicht die Schildkröte. Ich wollte fahren. Mit einem Auto. Mano. Oh, Mano. Ah, Wasser. Fucking Wasser. Scheiße, warum kann er nicht schwimmen? Fucking Igel. Ich will mit dem Auto fahren. Yes, Auto. Auto. Ich will Auto fahren. Auch ein Feature in Sonic Adventure. Nee, in Sonic Heroes. Ich glaube sogar tatsächlich, dass... Ich weiß gar nicht mehr, wie das aufgeteilt war. Auf jeden Fall war, glaube ich, Sonic hinten der Motor damals. Knuckles ist gefahren und Tails hat irgendwas anderes gemacht. Wenn man es jetzt von der Hero-Story aus sieht. Huh. Yay. Ah, oh, cool. Oh, Mann. Ah. Rote Mütze, verdammt. Und rüberspringen. Jetzt hier hin. Dahin. Okay, und jetzt sind wir in der 2D. Nee, jetzt sind wir noch... Wow. Was war das denn? Warum auch immer er sich da nicht festgehalten hat. Ey, hör auf damit. Hör auf, so eine Scheiße zu machen, Sonic. Please. Please. Einfach nur please. Ich glaube, ich muss da rüber. So. Er springt aber... Hör auf! Es tut mir leid gerade. Er will auch einfach nicht. Er hört gerade auch einfach nicht auf. Sonic? Okay, einen ganz kurzen Moment. Ich schneide mal ganz kurz hier, bis ich das wieder im Griff habe. Jetzt vielleicht. Okay. Also wir sind auf jeden Fall jetzt wieder da. Hallo. Und ich hab's gerade umgelegt. Die Steuerung tatsächlich. Also ich hab's gerade auf einen anderen Knopf gelegt. Der hat's trotzdem gemacht. Und sobald ich die Aufnahme beendet habe, hat er damit aufgehört. Also scheint hier einfach irgendwas mit dem Spiel mal wieder nicht zu stimmen. Was ganz Neues. Scheiße. Also scheint es echt an der Stelle dazu gelegen zu haben. Oder an dem Spiel selbst, dass es immer Probleme macht. Weil ich habe gerade die Steuerung umgestellt. Ich habe sie jetzt woanders hingelegt, die Steuerung. Kam mir nicht irgendwo eben Luft raus? Komm in die Luft, danke. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen meh. Was soll das? Verstehe ich halt nicht. Aber okay. Gut, müssen wir halt mit leben. Warum auch immer dieser Fehler bei mir auftritt. Das könnt ihr mir vielleicht mal gerne in die Kommentare schreiben, woran es liegen könnte. Ne? Könnte ich mal gerne eure Hilfe gebrauchen. Er macht schon wieder. Jetzt nicht mehr. Schaut euch das an. Ich kann nichts machen. Ich lasse die Finger vom Controller. Das macht ja alles automatisch. Muss hier am Level liegen. Naja, auf jeden Fall schließen wir das Level jetzt erstmal ab. Und ich gucke mal rum, was genau für Probleme das sind. Ich hoffe, dir Part hat trotzdem gefallen. Und erstmal schreibt mir natürlich jetzt mal ganz kurz den liedernden Typen frei in CZ Hill. Ne? So. Ich glaube, langsam verstehen wir, was hier vorgeht. Und es sieht nicht gut aus. Dieses Ding fliegt durch die Zeit und zerreißt den Raum. Dabei lässt es leere, tote Zonen zurück und übrig bleibt nur dieses komische weiße Nichts.
Wenn die Sonics durch die Zeit rasen, reparieren sie den Raum und bringen Farbe und Leben zurück. Dann müssen wir rennen, als gäbe es keinen Morgen. Oder es gibt wirklich keinen Morgen. So, es scheint mir ihn hier frei. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Gar keine Ahnung. Null Plan. Nur ein starker Gegner fängt einen Ninja. Sei auf der Hut, Sonic. Okay, wir sind auf der Hut. Espio, okay. Sei vorsichtig, Sonic. Ich spüre eine Dunkelheit in diesem Gegner. Ja, ich auch. So, wir haben doch jetzt auch wieder Challenges frei, um den Boss gleich frei zu spielen. Das machen wir erst beim nächsten Mal, beziehungsweise auch erst, wenn ich meine Probleme hier gelöst habe. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da, das würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sonic Generations. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö.